Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks und heute mit einem Replay von Bayer 03 mit seiner Conqueror Artillerie. Ja, Artillerien zeige ich ja gar nicht so häufig, aber ab und an finde ich ein Replay mit einem schönen Damage immer wieder sehenswert und dementsprechend hier jetzt also auch mal wieder eins davon. Was sehen wir hier unten? Er hat hier Pudding und Tee dabei für 10% Besatzungsfähigkeiten und Vorteile. Die große Ersatzteilkiste, die große Erste-Hilfe-Kasten hat hier die HE-Sprenglang 2200 Schaden, also ganz schön mächtig, wenn sie denn trifft. Und das ist hier, ihr seht es, im Prinzip prinzipiell fast gleiche 2200 Schaden zu 2200 Schaden, Durchschlag 117 zu 117. Einzig und allein hier bei der Sprenggranate mit der verbesserten, da hat er 11,1 Wirkungsbereich und nicht wie bei der normalen 7, noch was. Aber jetzt sucht er sich sein erstes Ziel aus, findet hier die Hummel, auf die will er wohl gehen. Und wie gesagt, mit dem Munitionstyp braucht er auch nicht unbedingt direkt treffen, sondern ein schöner Splash macht da schon einiges. Schießt auf die Hummel und Hummel ist schon erledigt. Ja, das war ein kurzes Spiel für die Hummel. Wie ist sie denn überhaupt hier in das Matchmaking gekommen? Platoon 1. Ja, mit einem VK. 8er und 6er Arti. Nicht unbedingt immer harmonisch. Und jetzt will er hier rüber. Auf den klassischen Spot, wo natürlich immer die meisten Gegner aufgehen. Viele schon oben die 1er-Linie durchgefahren. Er kommt hier leider nicht drauf. Man sieht es unten an der Geschwindigkeit. Er hat nochmal versucht, auch ein bisschen zurückzufahren. Aber das könnte ein ganz enger Schuss werden. Nachladezeit ist sehr, sehr lang bei der Conqueror Gun Carriage. Und da kommt der Schuss. Und er trifft ihn schön seitlich. Führt doch immerhin 700 Schaden. Centurion wird jetzt gleich ungeduldig natürlich. Denkt sich, nee, das gefällt mir gar nicht gut. Der bleibt jetzt hier in aller Stille drauf. Hofft, dass der nochmal aufgeht. Passiert aber leider aktuell nicht. Deswegen orientiert er sich da jetzt um. Will der jetzt nach oben gehen. Das ist aber... Der dürfte sehr, sehr schwierig werden, der Schuss. Ne, wobei... Hat einen guten Richtbereich, kommt also hier gut wohl rein. So, jetzt hier, der Schuss ist weg. Beide stehen da gut. Oh, den einen nimmt er mit 93 raus, den anderen gibt er 959 Schaden. Also ein sehr schöner Doppelschuss. Schade, dass er nicht beide weggemacht hat. Den Artilleristen sieht man nämlich zu selten nur. Und jetzt brechen sie da unten durch. Ich hoffe mal, der IS-7 packt es da schnell, aber ihr seht ja mal, was da oben noch kommt. Alter Verwalter, sind da viele Panzer. Ja, und da ist das Munitionslager aber mal sowas von futsch. Ja, man sieht hier der Richtbereich, obwohl er eigentlich gar nicht draufkommen könnte, kommt er immer noch knapp drauf. Und den einen macht er satt weg und beide noch gesplasht für 26 Schaden. Und ich finde auch... Wie gesagt, auch wenn es die teure Munition ist, auch solche Runden darf man ruhig mal fahren. Einfach mal just for fun, scheißt auf die Credits, sondern tobt euch aus. Weil wie gesagt, sowas muss mal sein. Und lustigerweise am Ende der Runde geht er immer noch mit Plus nach Hause. So, er bewegt sich hier ganz langsam mit der Maus, dass er nicht zu viel aufmacht vom Richtbereich. Badgett 155, 55 macht auch ein super Job. Also sein Team hat hier wirklich gute Artis erwischt. So, T-54 ist gekettet. Jetzt kommt der Schuss. Und auch obwohl er nicht voll getroffen hat, trotzdem fast 700 Schaden. Hat schon 2741 Schaden gemacht. Und obwohl hier sein Team oben so dominant gewirkt hat von den Anzahl der Spielern, ist es da jetzt sehr, sehr ausgeglichen. Er orientiert sich, er guckt jetzt sich hier das mal in Ruhe an, auf wen er jetzt geht und merkt, okay, unten, das ist so gut wie erledigt. Er geht jetzt da auf das Objekt 907. Das ist zumindest das
avisierte Ziel, aber der fährt jetzt wohl weg. Nachgeladen hat er. Granate ist im Magazin bzw. in der Röhre. So, jetzt ist nur die Frage, wo sind sie? Und da ist er wieder. Der E3 in dem Fall und der T57 kommt hinten rum. Ah, Wahnsinn. Tolle Art die Arbeit. Unglaublich gut. Und jetzt auf den E3. Er pinkt ihn hier an. Schuss ist raus. Er fährt sogar noch ein Stück zurück und gibt die ganze 1000. Und dementsprechend hat er das jetzt viel leichter als gerade eben noch. Der E5 gegen den E3. Weil jetzt ist der Hitpool ganz klar zum Gunsten vom E5 gemacht worden. Badgett hat das Objekt 907 rausgenommen. Jetzt muss er unten auf den Jagdtiger da ein bisschen aufpassen. Stellt sich dementsprechend auch gerade um. Aber der E3 nimmt immer noch den E5 raus. Unglaublich. Und jetzt die Arti auch den E3 rausgenommen. Also wie gesagt, man sieht's. Von den bisher 12 Kills haben die Artis in dem Team 7 Kills gemacht. Also fantastisch. Da wissen die Leute, was sie zu machen haben. Da ist der Jagdtiger, jetzt hat er den schön seitlich drin und der dürfte richtig teuer werden. Ja, der war 2100 Schaden. Alter Verwalter. Jagdtiger, das war's für dich. Der war teuer. Alter Schwede. Ja, 5846 Hitpoints hat er dem gegnerischen Team schon abgezogen. Und nun nur noch die zwei letzten Artis beim Gegner. Da ist die erste schon offen. Die will sich die jetzt ertränken oder will die nur da runterfahren, um da noch jemand zu holen? Ich glaube, ich weiß nicht, was sie machen will. Auf jeden Fall hat er sie auch gleich wieder. Oh, jetzt hat die Arti weg, noch die andere Arti weggemacht. Lustige Nummer. So, aber jetzt dürfte er... Nee, was macht sie denn? Jetzt ist der Schuss raus und auch die Arti ist weg und die letzte Arti auch und dementsprechend ist die Runde hier beendet. Angezeigter Schaden 5846, gemachter Schaden 7127 und da sieht man einfach mal wieder, was gute Artis so machen und wie schwierig sie das Spiel gestalten können für den Gegner. In dem Fall darf man froh sein, wenn man auf der Seite des Teams von Bayer war und das gegnerische Team ein bisschen bemitleiden. Ich hoffe, euch hat mal wieder ein Arti-Gameplay gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.